Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute zeige ich euch, wie ich meine Autobatterie tauschen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich bin James Knopf selbst und das ist mein Kanal. Warum möchte ich meine Autobatterie tauschen? Und nun ja, zum Ersten, mein Auto ist jetzt ungefähr 7 Jahre alt und ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass die Start-Stopp-Automatik nicht mehr so oft abgestellt hat und die stellt halt auch nur ab, wenn die Batterie wieder in der Lage ist, das Auto zu starten. Deswegen dachte ich mir, naja, jetzt nach 7 Jahren und ca. 70.000 Kilometern ist wahrscheinlich auch die Batterie mal fällig zum Tausch. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen. Und was ich kürzlich noch gehabt habe, ich blende euch das mal kurz ein, und zwar eine Fehlermeldung, dass 4x4 ausgefallen sei. Da bin ich zuerst mal relativ stark erschrocken, habe dann im Internet ein bisschen in Foren rumgelesen, konnte dann aber auch nichts Konkretes finden, nur jemand hat gesagt, ja, es könnte auch an der Batterie liegen. Diese Fehlermeldung kam auch nie wieder bei mir, aber nachdem ich wie gesagt, schon wegen der Start-Stopp-Automatik und wegen dem Alter von 7 Jahren mir schon mal gedacht habe, naja, jetzt wäre eine neue Batterie wahrscheinlich mal fällig, habe ich mich entschlossen, dass ich die tauschen möchte. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. So, nachdem ich die Batterie ausgepackt habe, sind mir hier Sachen aufgefallen. Hier, seht ihr, Kunststoff hat sich ein bisschen verformt, wahrscheinlich beim Transport. Und jetzt wäre alles nicht so schlimm, nur hier hinten, das gefällt mir gar nicht, seht ihr das? Da sieht man, dass sogar ins obere Gehäuse rein diese Batterie angeknackst ist, ja. Da ist jetzt keine Flüssigkeit noch irgendwie ausgetreten, aber das scheint mir ein bisschen ein Problem zu sein. Da werde ich jetzt mal schauen, wie wir damit umgehen. So, ich habe Ersatz bekommen, was ganz, ganz cool war, und zwar ohne Probleme. Danke an Amazon an der Stelle. Diesmal haben sie verpackt hier, Vorsicht, Glas zerbrechlich, und hier steht auch nochmal Glas zerbrechlich und diese Seite oben. Das war beim anderen Paket nicht so der Fall, das ist auch viel massiver. Jetzt mache ich es hier mal auf, schauen wir mal. Also da wäre jetzt echt zu erwarten, dass dem Produkt überhaupt nichts passiert ist. Schauen wir. Ja, und jetzt hier Schaumstoff oder Kunststoff. Ist zwar nicht so toll, aber schaut mal her, wie toll die verpackt ist. Und das muss ich sagen, das war bei der alten Batterie gar nicht drauf. Das war bei der alten gar nicht drauf. Die sieht richtig gut aus, da die Batterie. Da sind eben die Plus- und Minuspolabdeckungen drauf. Echt toll. Ja, dann holen wir die mal raus. Schauen wir mal, wie das geht. Also die ist echt super tipptopp eingepackt. Ups, ich glaube, da muss ich zuerst mal hier seitlich die Sachen rausmachen. Hey, die ist echt top eingepackt. Da gibt es gar nichts zu sagen. Der kann so eigentlich gar nicht passieren. Und, naja, deswegen passt das jetzt auch. So, ich hebe es mal raus. Auch da unten im Boden, seht ihr, ist auch noch was drin. Und jetzt schauen wir uns gleich mal hier an. Schaut mal hier, die Kante, super schön. Nichts irgendwo gefärbt, das darauf hindeutet, dass die mal irgendwo was abgekriegt hat. Schauen wir mal auf die andere Seite. Hier, da den Schutz auf dem Pol lassen wir noch drauf. Da auch nichts drauf. Gell? Also sieht eigentlich sehr gut aus. Na, hier. Hier sieht man leicht was, da ist was abgesplittert, aber das ist für mich jetzt gar kein Problem, weil da sehe ich wirklich nur, ist dieses äußere Teil da leicht beeinflusst. Alle anderen Teile oder sogar das Gehäuse selbst, ja, wo wirklich die Batterie selber drin ist, da sehe ich jetzt gar nichts an Beschädigung. Ist alles wunderbar in Ordnung, deswegen können wir jetzt mit dem Tausch der Batterie beginnen.
Bevor wir die Batterie einbauen, müssen wir zuerst mal schauen, ob der Ladungsstand genug ist. Die muss mindestens 12,5 Volt haben. Ansonsten müssten sie draußen nochmal laden. Ich habe hier ein relativ altes Messgerät, das man noch einstellen muss. Muss man sehr gewissenhaft aufpassen, weil wenn man das einmal falsch einstellt und dann misst, dann ist es komplett kaputt. Deswegen habe ich hier 30 Volt Gleichstrom eingestellt, hier Gleichstrom und dann heißt es Messbereich 30 durch Skalenteilung. Da gibt es auch eine mit 30 mal Teilstriche. Jetzt halte ich das mal dran. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wie das ausschlägt und das geht auf 15 Teilstriche. 30 Volt durch die Skala 30 mal 15 Teilstriche sind 15 Volt. So, das heißt, die ist super voll geladen und die können wir jetzt auch direkt einbauen. Damit wir nicht aus Zufall einen Kurzschluss produzieren, machen wir hier diese Batteriepolabdeckungen wieder drauf, so lange bis wir sie eingebaut haben. Dann schaue ich mir nochmal an, was steht in der Batteriebedienungsanleitung. Die ist da so dabei, ja, wie gehen wir damit um, vor allem wie werden die Pole angeschlossen und abgeklemmt. Das schauen wir uns nachher an, wie wir das machen, direkt an der Batterie. Und dann gibt es hier noch den Hinweis, beim Batterietausch sollte man danach zum Service gehen, wenn bestimmte Komfortfunktionen eingeschränkt sind oder dass die uneingeschränkt wieder funktionieren. Dann Stromunterbrechung, also hier, nachdem wir eine Stromunterbrechung herbeiführen durch den Batterietausch, müssen wir Sitz- und Spiegelmemory, Entschuldigung, neu anlernen. Sitz habe ich jetzt keine, aber Spiegelmemory habe ich. Dann Uhrzeit aktualisieren, Datum, Radiosender, Navigationssystem, abwarten, steht der Funktionsfähigkeit der Navigation abwarten, muss ich wahrscheinlich auch neu initialisieren. Panoramaglasdach habe ich, da kann sein, dass sich das dann nur noch anheben lässt. System vom Service initialisieren lassen, das werden wir uns dann auch anschauen, ob das passiert. Und dann X-Drive, System initialisiert sich während der Fahrt. Da kann sein, dass ein paar Warnleuchten an sind, unmittelbar nach dem Batterietausch. Und da müssen wir dann warten während der Fahrt, bis die weggehen. Dann ist das X-Drive-System wieder vollständig einsatzbereit. Und das deutet halt auch darauf hin, ich habe euch ja erzählt oder die Warnmeldung gezeigt, X-Drive-System ausgefallen, dass das unter Umständen auch was mit der Batterie zu tun gehabt haben kann. Okay, gut. Dann machen wir mal Folgendes. Im ersten Schritt gehe ich mal her und sperre mein Auto mal auf. Ich habe beide Vorder- und Hintertüren, beide Vordertüren auf. Und zwar, warum sperren wir es auf und nicht ab? Und zwar beim Aufsperren ist das Fahrzeug klar, da kann irgendwas dran gemacht werden, dass die Batteriespannung mal abfällt, ist auch möglich und da geht die Alarmanlage dann nicht los. Ja? Weil wenn wir das jetzt zusperren würden und dann entfernen wir die Batterie und ihr habt eine Alarmanlage, dann geht die Alarmanlage los. Weil der sagt, oh, da will mich jemand klauen. Jetzt aber aufsperren, man hört das Geräusch direkt und dann dauert es eine Weile, bis die ganzen Geräte sich beruhigt haben und sich wieder abgeschalten haben, weil das Fahrzeug macht sich ja beim Aufsperren fahrbereit und wenn es dann aber nicht gleich losgeht, dann schaltet sich das teilweise wieder ab. Und das ist wichtig, dass wir auf das warten, weil dann ist der Strom durch die Batterie oder von der Batterie zu gering und das kann man am besten sehen, indem man hier die Taste für die Verriegelung der Fenster hinten drückt und wenn dieses Licht ausgeht, dann weiß man auch, dass das Fahrzeug jetzt die meisten Verbraucher abgeschaltet hat und fast kein Strom mehr fließt. Dann machen wir im Kofferraum einfach mal die obere Klappe hier raus. Ich mache die komplett raus, man kann die auch so zurückstecken, dann hält die. Aber ich mache sie jetzt komplett raus, ist mir lieber. Dann habe ich da unten noch meine Sachen, ein Starthilfekabel, Abschleppseil zur Not. Und das mache ich auch mal alles komplett raus. Wie gesagt, dann habe ich das ein bisschen besser. Zum Arbeiten ist mir dann nichts im Weg. Und jetzt sehen wir da direkt auf die Fahrzeugbatterie. Jetzt haben wir hier so einen Steg. Den müssen wir mal als erstes entfernen, ja, damit wir die dann rausheben können. Und dann müssen wir schauen, wie wir die Pole entsprechend abklemmen. Aber zuerst mal den Steg wegmachen. Da hängt jetzt noch so ein Sensor drin oder ein Kabel
von einem Sensor. Wie macht man das jetzt da am besten raus? Ja, wie geht das? Sieht aus, als wäre es ein Gewinde. Da müssen wir das nur zusammendrücken und rausdrücken. Ich glaube, ich das zusammendrücken und durchdrücken dann. Oder ich lasse das jetzt einfach mal hier so. Ich lasse das mal einfach so, weil ich muss den Steg jetzt nicht unbedingt rausnehmen. Die zwei Schräubchen, die machen wir uns auf die Seite. Und dann, jetzt geht's eigentlich an die Pole. Jetzt schauen wir mal. Da brauche ich genau denselben Schlüssel. So, jetzt wichtig, was schrauben wir für einen Pol als erstes weg? Das ist immer die zentrale Frage. Und zwar, eigentlich ist es ganz logisch. Und zwar, wir gehen zuerst her und schrauben uns den Minuspol ab. Weil, wenn ich am Pluspol irgendwo hantiere und ich würde irgendwo auf Fahrzeugmasse geraten, würde ich einen satten Kurzschluss produzieren. Ja? Und damit mir das nicht passieren kann, schraube ich vorher den Minuspol ab. Weil wenn Minuspol weg ist, ja, und am gesamten Fahrzeug ist ja das gesamte Fahrzeug hier, das Blech da, das ist alles auf dem Minuspol, dann kann ich keinen Kurzschluss mehr ziehen. Das heißt, als erstes nehmen wir uns den Minuspol vor. Den schrauben wir jetzt ab. Und hier, was habe ich? Das ist ein 10er Schlüssel. Machen wir den ab. Es kann auch sein, je nachdem, ich habe mal ein Fahrzeug, da musste man nach dem Batterietausch einen Code für ein Radio auch sogar eingeben. Und wenn man den nicht hatte, also es war glaube ich mal ein Renault Clio sowas, ja, wenn man den nicht hatte, ja, dann hat es schlecht ausgesehen, da könnte man nämlich nicht mehr Radio hören. Das Problem ist, diese Pole, die hat man dann ziemlich lang, oder diese Codes, die findet man dann immer. Jetzt habt ihr gesehen, da ist hier gleich das Licht ausgegangen. Da ist nämlich noch ein kleines Licht hier im Kofferraum. Jetzt haben wir das als erstes mal abgemacht. Jetzt kann man den da aber auch noch ein bisschen schützen, den Pol, dass wir den nicht irgendwo hinkriegen. Das wollen wir jetzt auch noch gleich machen. Ich nehme da einfach so einen Handschuh, wo ich den da mal kurz so reinmache. Ja, dann kann man den nirgends irgendwo einen Kontakt noch machen. Wenn er da mal kurz an den Pol dran streift, ja, dann würde da nichts passieren. So, jetzt schauen wir uns mal hier das an. Da ist so eine Lasche, die man da aufmachen kann. Und dann komme ich da rein an den Pol, aber da komme ich jetzt so gar nicht richtig dran. Da glaube ich, ist besser, wenn ich eine Nuss nehme. Da muss ich mir eine Nuss nehmen, einen Steckschlüssel. Haben wir da schon eine 10er Nuss? Nach links öffnen wir das. So. So. Das fällt runter. So, nicht zu weit, dass uns die Schraube nicht runterfällt. So, jetzt müssen wir den dann da abziehen können. Jawohl. So. So, und jetzt habe ich auch herausgefunden, da unten. Diese Ding, das ist auch eine 10er Nuss. Da haben wir bloß eine größere Verlängerung jetzt genommen, damit wir das lose bringen. Ja. Weil es ist ja klar, die Batterie muss irgendwie während dem Fahrtbetrieb an Ort und Stelle gehalten werden. Das ist ja klar, dass das da irgendwie mit einem Blech noch niedergehalten wird. So, jetzt schauen wir. Ja. Habe ich es schon? Ja, jetzt habe ich es. So, schaut her. Das ist dieses Blech. Mit dem wird die seitlich angedrückt. So, das machen wir auch mal auf die Seite. Dann, jetzt muss man sie ein bisschen nach rechts rüberrutschen, weil hier ist so eine Stufe, die runterhält. Jetzt könnte man sie rausheben. Jawohl. Aber ich hätte halt gerne zuerst den Pol da gehabt. Und da habe ich gesehen, da sind so Klammern. Dieses Teil wird über so eine Klammer gehalten. Jetzt gehe ich daher mit zwei großen Schlitzschrauben drehen und drück das da auseinander.
Und dann müsste ich das eigentlich anheben können. Ja. So. Eine Seite, glaube ich, habe ich. Jetzt machen wir da nochmal raus. Zweite Seite. Ja, jetzt ist es in der Luft. Ich muss es nur nochmal vom Pol runterkriegen. Ja. Da, seht ihr, da unten geht es schon. Aber da oben fuchst es mir gerade noch ein bisschen. So, jetzt haben wir es. So, seht ihr? Ich mache das so rüber. Da. Und jetzt komme ich da schön an die Batterie ran. Jetzt mache ich mir da die zwei Tragegriffe raus. Und dann kann ich die so rausziehen. So. Schauen wir mal, warum kann ich die jetzt nicht rausziehen? Da ist so eine Ablassflüssigkeit oder so ein Ablasshahn. Alte Batterie ist draußen. Jetzt schauen wir mal, aha. Hier, das wäre so ein Ablasshahn. Jetzt schaue ich mir mal an, ob es das bei der neuen auch gibt. Da sieht man jetzt diese Öffnung. Seht ihr, wenn man da reinschaut, das ist aber gar keine richtige Öffnung. Da war der Schlauch drin. Und das gibt es hier, aber auch bei der neuen Batterie nochmal. Das heißt, das schließe ich da einfach wieder an. Und dann passt es so. Ich vermute, das ist, wenn die Batterie mal wirklich kaputt gehen würde, dann ist das eine sogenannte Sollbruchstelle und dann würde da vermutlich was auslaufen. Und dann, damit es das Auto und das Fahrzeuginnere nicht beschädigt, geht es über einen Schlauch nach außen. Dann kommt die neue Batterie rein. Dazu eben den Schlauch dann da wieder anschließen. Und ich muss die ein bisschen nach so drüben reinheben, ja, so drüben reinheben und dann so rüberrutschen, ja, so rüberrutschen. Aber zuerst machen wir auch da diesen Schlauch wieder rein. Da, den Schlauch da, seht ihr? Da, der war ja da drin. Ups. Den Schlauch da rein. Schauen, dass der richtig reingeht. Diese Öffnung da, weil wie gesagt, wahrscheinlich, wenn mal was wäre, dann wird da was raustreten und dann kann da Flüssigkeit raus oder ausdampfen. Hier nochmal kurz der Schlauch, den wir da angeschlossen haben, das ist so ein Ablauf. Wenn mal Überdruck in der Batterie herrscht, ja. Und jetzt auf der anderen Seite, weil es ist so ein symmetrisches Konzept, gibt es das auch nochmal. Hier seht ihr das, ja. Und da haben wir auf der Batterieabdeckung, wenn euch das aufgefallen ist, auf der Plusabdeckung, haben wir so einen Stöpsel dazu. Und der muss hier rein, weil wenn Überdruck herrscht, gehen diese beiden Öffnungen auf und dann soll es ja hier nicht in den Innenraum reinfließen, also vom Fahrzeug, sondern es soll halt bei dieser Öffnung raus, aber auf der Seite habe ich keinen Schlauch, sondern nur auf der anderen. Und deswegen müssen wir hier jetzt diesen Stöpsel noch reinmachen. So, hier seht ihr es, jetzt habe ich es noch richtig schön reingekriegt, reingepresst, aber besser ist natürlich, wenn man das macht, wenn die Batterie draußen ist. Dann ist es wesentlich komfortabler und einfacher reinzukriegen. Aber man darf es eben nicht vergessen, nicht, dass hier, wenn eine Batterie mal defekt ist, hier was rauslaufen würde in den inneren Bereich. So, jetzt mache ich zuerst den Pluspol wieder drauf, also in umgekehrter Reihenfolge. Weil wenn ich jetzt den Pluspol anschließe, dann kann mir auch wieder nichts passieren, wenn ich irgendwo mit dem Werkzeug was berühre, weil der Minuspol ja noch gar nicht angeschlossen ist. Und das Fahrzeug mit dem Gehäuse noch gar nicht auf Masse liegt. So, dann. So, da, seht ihr, das da oben hat jetzt auch gleich schon eingerastet. So, den Minuspol, wie gesagt, den habe ich da noch in dem Handschuh. Jetzt schließe ich den Pluspol an.
schauen, dass der richtig satt drauf ist. Und dann jetzt hier das Riesenratschen, gell? Mit Gefühl zudrehen. Ja? Mit Gefühl. Nicht zu fest. So. So. Dann machen wir da das Kläppchen auch wieder drauf. Wunderbar. So. Den da lasse ich noch hier. Dann, jetzt mache ich die diese Befestigung wieder rein, seht ihr? Die ich ja vorhin rausgemacht hatte, die muss ich da unten jetzt drauf machen. Ja, schauen wir mal. Oh, das ist eine lustige Sache. So, und wenn man es dann mal richtig angesetzt hat, ganz vorsichtig, dann können wir es noch rechts wieder reindrehen. Das hat jetzt doch relativ schnell geklappt. So. Ach, komm. So, und jetzt auch da, wie gesagt, ich habe da einen riesen Hebel mit Gefühl anziehen. Wie gesagt, es geht nur darum, dass die Batterie hier hinten nicht hin und her rutschen kann. Testen wir nochmal. Ja, die ist jetzt schön auf dem Boden fixiert. So, und jetzt habe ich aber hier einen kleinen Fehler gemacht, weil ich diesen Tragegriff hier nicht vorher schon runtergeklappt habe. Das muss ich jetzt noch ein bisschen machen. Oh, das hat gut funktioniert. So, jetzt das alles Entscheidende. Jetzt kommt der Minuspol dran. Machen wir den raus aus dem Handschuh. Ups. Und jetzt die Abdeckung da weg. Plus, Minus. Und jetzt machen wir den da drauf. Jetzt geht auch hier neben mir schon das Licht an, wie ihr seht. Und jetzt schrauben wir den da fest. So, den Pol. Am besten jetzt, wenn ihr den Kontakt habt, einmal nicht mehr loslösen. Weil wenn man da immer wieder Plus oder Spannungsverlust hat, dann ist das auch doof. Ja, so. So, und dann auch. Ich nehme da jetzt noch den kleinen. Ich nehme da jetzt noch den kleinen Ringschlüssel und ziehe das da ein bisschen mit Gefühl an. Ja, so. Wie gesagt, es geht ja an der Stelle nicht so um die mechanische Festigkeit. Klar, der darf nicht runterfallen, aber das Wichtige ist, ja, dass die elektrische Verbindung sichergestellt ist. Und jetzt hier der Querstick wieder drauf. So, jetzt der eigentliche Tausch ist abgeschlossen. Ja. Und jetzt können wir das Auto gleich schon mal tauschen. Das Auto gleich schon mal starten. Tauschen müssen wir es nicht. Das Fahrzeug lässt sich starten, das heißt, die Batterie ist richtig angeschlossen, läuft alles. Und jetzt müssen wir halt die entsprechenden Sachen wieder einstellen, die es nach einem Batterietausch zu tun gibt. Vorhin habe ich es euch ja schon kurz vorgelesen und das zeige ich euch jetzt einfach noch schnell. Und was aber wichtig ist, wenn ihr den Motor jetzt einmal gestartet habt, dass man vielleicht eine gewisse Strecke mit der Batterie fährt, damit die jetzt auch wieder aufgeladen wird. So, wenn ich jetzt die Zündung eingeschalten habe und mir Fahrzeuginfos anschaue, ja, und hier gehe auf den Fahrzeugstatus und dann hier auf dieses Check-Control-Symbol, dann sehe ich, was alles nach diesem Batteriewechsel passiert ist. Gut, Zündung eingeschalten, das ist jetzt nur eine Information, weil ich die Türen und alles offen habe und die Zündung noch ein und nicht gestartet habe, aber Fahrstabilisierung ausgefallen, so DSC und X-Drive ausgefallen, keine Fahrstabilisierung, Traktion eingeschränkt, gemäßigt fahren, vom nächsten BMW Service prüfen lassen. Und das war ja das, was ich vorher, glaube ich, auch mal hatte, eben als Fehlermeldung. Ne, wobei, da war es 4x4 ausgefallen, glaube ich. Hatte ich euch vorher eingeblendet.
Also, das ist klar, stand aber auch in der Betriebsanleitung, muss man sich keine Gedanken machen. Das muss man einfach jetzt während der Fahrt neu anlernen, dann geht dieser Fehler weg. Das macht das System von selbst. Vielleicht hat es das auch beim ersten Mal gemacht, weil die Batterie zu tief entladen war. Dann kam der Fehler und dann hat es von selbst wieder angelernt. Aber kann ich jetzt nichts dazu sagen, weiß ich nicht. Dann das nächste, gut. Uhrzeit, Datum einstellen. Ich denke, das ist klar. Batterie war abgeklemmt, zeigt der Anzeige von Uhrzeit und Datum stimmen nicht mehr. Neu einstellen, siehe Betriebsanleitung. Passt, wissen wir. Und RPA, Systemfehler, das ist die Reifenpannenanzeige. Das heißt, momentan kann das System nicht erkennen, ob eine Reifenpanne vorhanden ist oder nicht. Ich weiß aber, dass meine Reifen vorher in Ordnung waren, vor dem Batteriewechsel und auch jetzt noch in Ordnung sind. Das heißt, ich kann hier auch einfach die Reifenpannenanzeige erneut initialisieren. Das kann ich hier machen. Dazu wahrscheinlich will er aber, dass der Motor läuft. Oder Moment, nee, Reifendruck an allen vier Reifen korrekt eingestellt, passt. Nur im Stand bei Zündung oder Motor einmöglich. Jetzt sage ich initialisieren. Jetzt seht ihr, jetzt sagt er da RPA. Da sagt er jetzt RPA Systemfehler. Warum sagt er das? Weiß ich jetzt nicht. Wenn wir nochmal init, Reifendruck initialisieren. Naja, vielleicht muss ich ihn da doch nochmal anlassen und dann wird das Ganze weggehen. Ja? So, auf jeden Fall, jetzt haben wir die ganzen Sachen gesehen, die wir jetzt neu einstellen müssen. Interessant war jetzt noch die Geschichte mit dem Schiebedach. Da schauen wir mal kurz, ob das noch läuft. Schauen wir mal, ich mache mal das Schiebedach auf. Ah, ja, es funktioniert. Ja, da sieht man jetzt, es geht zurück. Ich sehe jetzt gerade über Kopf, halte ich die Kamera gerade. Aber das scheint auch zu funktionieren. Und da ist jetzt nichts passiert. Ich kann das so aufmachen. Ich kann es wieder... Moment, jetzt fährt es vor. Ich mache es so. So kann ich es auch wieder zumachen. Und es fährt auch wieder selbstständig zu. Ah, Moment. Aber ich will ja das Schiebedach auch mal komplett aufmachen. Weil das Glas schiebt sich ja auch zurück. Zuerst muss dieser Dachhimmel wegfahren. Jetzt nochmal. Ah, seht ihr, es läuft auch ganz. Also, das in der Betriebsanleitung war in dem Fall ein bisschen unbegründet. Ich kann es sogar noch weiter zurück machen. Also da soweit alles in Ordnung. Ja. So, jetzt bin ich noch ein bisschen auf die Zoom-Taste gekommen. So. Jetzt sieht man es besser. Und dann machen wir es wieder zu. Erste Position, zweite Position. So. Jawohl, der Dachhimmel fährt auch wieder ohne Probleme zu. So, jetzt sind wir auch am Ende des Videos. Wie einfach das eigentlich war, die Batterie zu tauschen. Ich denke, das an sich abklemmen und anklemmen der Batterie ist gar kein Problem. Ja, diese Sachen da oben ein bisschen wegzubekommen und da seitlich zu wissen, dass da noch eine Schraube sitzt, aber klar, dass die Batterie ein bisschen festgehalten wird im Fahrbetrieb. Aber ich denke, ansonsten ist das Ganze gar nicht so schwierig und man kann das auch selber machen. Aber wie gesagt, schließt immer zuerst den Minuspol ab. Dann könnt ihr da beim Pluspol keinen Kurzschluss mehr machen, wenn ihr darum arbeitet. Und beim Anschließen auch wieder umgekehrt. Zuerst den Pluspol anschließen und dann erst den Minuspol. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so war, gebt mir gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Ich bedanke mich bei euch für die Zeit, fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein.